Wir sind am 16. November ganz casual in eine Biopsychologie-Vorlesung hineinspaziert, alle nacheinander eingetrudelt und haben die Reihen gefüllt, haben uns 1,5 Stunden diese Vorlesung gegeben, mit der wir eigentlich nichts zu tun hatten, und sind dann, als das Klopfen an den Tischen begonnen hat zu starten, aufgestanden, die Treppen runtergesprintet, nach vorne haben wir uns hingestellt und haben dann gerufen: Das ist unser Hörsaal, dieser Hörsaal ist jetzt besetzt. Ich bin Amina, Teil des Presseteams der Erde-Brennt-Bewegung und aktiv Teil dieser Besetzung. I will not be silent while the world is on fire. Will you? 2018 organisierte Greta Thunberg die erste Fridays for Future-Demonstration und brachte damit eine weltweite Bewegung ins Rollen. Der Kampf um Aufmerksamkeit für die zu bewältigenden Krisen hat sich seither verändert und ist längst auch in Österreich angekommen. Vorwiegend junge Menschen organisieren sich und setzen sich immer spürbarer und immer lauter für ihre Anliegen ein. Wälder und Baustellen werden besetzt, Straßen blockiert und ziviler Ungehorsam medienwirksam in Szene gesetzt. Eine der Bewegungen mit dem Namen Erde brennt hat im Winter 2022 8 Hörsäle an Wiener Universitäten besetzt. Sie machen mit ihrer Besetzung auf die multiplen Krisen in den Bereichen Klima, Bildung und soziale Gerechtigkeit aufmerksam und fordern Maßnahmen der Politik. Die Beweggründe der AktivistInnen sind die Ängste um eine lebenswerte Zukunft für alle. Und deshalb besetzen sie die Hörsäle. Thema Klimakrise, denke ich an Frust, an Ohnmacht, an Resignation, an Unglaube, an Angst, einfach nicht zu wissen, was kommt, oder eben doch zu wissen, was kommt. Das ist beides super angsteinflößend. Und wenn man dann versucht, das dagegen zu tun und für eine bessere Welt zu kämpfen, und es kommt so viel Widerstand und Leute, die es einfach nicht einsehen wollen, dann zieht das extrem viel Energie und kann auch die Hoffnung nehmen, dass es jemals besser wird. Wenn ich an die Zukunft denke, finde ich es so ein bisschen schwierig, nicht so die zwei Wege einzugehen, weil ich habe halt einerseits so diese extreme Angst und Wut auch irgendwie, dass nichts passiert und dass der Politik unsere Zukunft eigentlich egal ist. Und gleichzeitig merke ich aber einfach bei so Orten wie hier an der Besetzung oder bei Streiks, bei Demonstrationen, wie viele Menschen diese Wut und diese Angst teilen. Und dann kommt auch so eine riesige Hoffnung hoch. Und ich finde, das ist voll wichtig, das so zusammenzunennen. So einerseits diese ganz negativen Gefühle und Climate Anxiety und alles. Aber irgendwo auch, ich weiß, wofür wir kämpfen und ich weiß, dass wir was zu gewinnen haben. Aber vielleicht ist das ganz nett, weil früher habe ich voll viel Angst gehabt, die lähmend ist. Und jetzt mit all den Menschen, die hier sind, habe ich immer noch Angst und immer noch Frust und ich bin immer noch oft verzweifelt. Aber gerade wenn ich hier aufwache, ist es nicht so. Da spüre ich das noch, aber ich spüre auch, dass es möglich ist, dass wir eine Zukunft haben, dass wir das irgendwie schaffen können. Und das ist so viel, dass wir hier merken, wir können diesen Kampf führen, wir können das gemeinsam tun und die Möglichkeitsräume werden sich öffnen und dann sind wir bereit und dann sind wir da. Und deswegen sind wir jetzt hier und deswegen werden wir auch im Frühling und im Sommer und in 3 Jahren und in 10 Jahren noch hier sein. So. Und vielleicht wird es dann besser sein. Und das hoffe ich ganz doll. Huem Otero ist Wiener Gemeinderätin und sie weiß um die Wichtigkeit von zivilgesellschaftlichem Engagement und unterstützt die Forderungen der Erde-Brennt-Bewegung. Ich glaube, es ist Fakt, dass aufgrund der Aktivistinnen das Thema trotzdem immer wieder in den Mittelpunkt rückt und dass Menschen sich über Klimaschutz unterhalten. Ich glaube natürlich, dass es wichtig ist, dass man aufeinander zugeht. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass es historisch betrachtet keine großen gesellschaftlichen Veränderungen gegeben hat, ohne dass es ein zivilgesellschaftliches Engagement war, das auch unangenehm war. Das
verstört hat und das die Menschen aufgerüttelt hat. Also wir hätten immer noch Rassentrennung in den USA oder wir hätten noch immer kein Frauenwahlrecht oder Indien wäre immer noch eine britische Kolonie, wenn Menschen sich nicht engagiert hätten, die von Ungerechtigkeit betroffen sind. Wenn wir uns anschauen, auf welche Welt wir zusteuern, dann ist es naheliegend, dass wir sofort handeln müssen und dass es einerseits natürlich große Transformationen braucht, aber auch ganz einfache Maßnahmen und schnelle Schritte, die wir setzen können. Und ich glaube, gerade im Bereich der Mobilität brauchen wir nicht auf irgendwelche Wunderlösungen zu warten, sondern müssen ganz einfach auf den öffentlichen Verkehr setzen, auf den Fuß- und Radverkehr setzen. Und so einfache Maßnahmen wie Tempolimits, wie Parkraumbewirtschaftung, wie autofreie Kretzel sind jetzt keine Riesenprojekte wie die Mondlandung, sondern tatsächlich einfach umzusetzen. Das Problem ist, dass da der politische Wille fehlt und dass wir an einer Vorstellung von Fortschritt und Wohlstand und Freiheit festhalten, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Frust und ein bisschen Wut, glaube ich. Also es geht Menschen in der Gesellschaft, sei es jetzt hier in Österreich, Deutschland, generell Europa, auch mittlerweile seit Jahren, Jahrzehnten schlecht und es wird immer schlimmer. Und ich meine, wenn wir vom globalen Süden oder sonst wie sprechen, ist das noch nicht mal vergleichbar. Und dass wir gerade die Menschen, die wirklich die Möglichkeit haben, auch selber in der Situation sind, Dinge zu ändern. Da ist jetzt die reichsten Menschen, die reichsten 1% oder auch 10%, die eigentlich die Bildung haben, die das Wissen haben, das aber für ihr eigenes Nutzen einfach ignorieren. Das frustriert mich sehr. Also ich glaube, dass gerade die Lösung der Klimakrise eigentlich ein enormes Potenzial dazu birgt, genau diese Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Denn Klimagerechtigkeit bedeutet auch soziale Gerechtigkeit. Wenn es keine soziale Gerechtigkeit gibt, kann es auch keine Klimagerechtigkeit geben, weil das grundlegende Problem der Klimakrise ist auch der Kapitalismus. So blöd das jetzt auch klingt, aber es ist nun mal so. Und der Kapitalismus sorgt ja auch für diese Ungleichheit. Und das heißt nicht, dass wir von heute auf morgen Kapitalismus abschaffen können. Das wird so nicht funktionieren, aber es muss Wege geben, die anders funktionieren, die außerhalb von diesem System funktionieren und so dieses System ändern können. Und nur so können wir eben Klimakrise und soziale Krise auch gemeinsam denken und gemeinsam überwinden. Drastischere Maßnahmen zu setzen, um Aufmerksamkeit für den Kampf um soziale Gerechtigkeit zu generieren, unterstützt auch Michaela Moser, Dozentin für Sozialpolitik an der FH St. Pölten. Aktivismus für so wertvolle Ziele wie den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit ist total zu befürworten. Und ich denke, also solange jetzt niemand dabei unmittelbar irgendwie verletzt wird, sind da durchaus auch drastischere Mittel gerechtfertigt, ganz einfach, weil es sonst die Aufmerksamkeit eben nicht gibt, die man braucht, um solche Veränderungen herbeizuführen. Und ja, der Kreativität, finde ich, sollen da wenig Grenzen irgendwie gesetzt werden. Nicht immer werden alle Leute alles verstehen, aber wichtig ist, denke ich, dass Menschen sich engagieren für diese Veränderungen und einfach ganz deutlich zeigen, so geht es nicht weiter. Also wenn man an soziale Gerechtigkeit denkt, dann kommt man sehr schnell zu Verteilungsfragen, weil die große Frage der Gerechtigkeit ist immer die Frage der Verteilung, und zwar die Verteilung eben von ganz unterschiedlichen Dingen, Ressourcen, Mitteln. Das geht natürlich los, das ist das Erste, woran wahrscheinlich viele denken, mit Vermögen, Einkommen, mit materiellen Gütern. Also das kann jetzt Geld sein, aber auch Häuser, Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, alles, was Menschen eben zum Leben brauchen. Es geht aber auch um immaterielle Dinge, es geht um Zeit, es geht auch um Beziehungen, um soziale Netzwerke, die Personen haben. Es geht letztlich eigentlich auch um Möglichkeiten. Also Armut ist ja nach einer Definition immer ein Mangel an Möglichkeiten. Das heißt, die Ungleichheiten beziehen sich ja auf Möglichkeiten. Möglichkeiten, die man hat zur Gesundheitsversorgung, zur Bildung, zur Mobilität, zu allem, was Menschen so im Leben brauchen. Auch die Möglichkeiten,
Freizeit zu genießen, sich zu entspannen, zu schlafen, sich zu erholen. Das ist eigentlich eine sehr lange Liste von allen Dingen, die im Leben so wichtig sind und die ungleich verteilt sind, weil eben sehr ungerechte Zustände herrschen. Das, wo ich herkomme, ist es auch nicht gerade üblich zu studieren oder jetzt irgendwie einen Hochschulabschluss zu machen. Und dass es trotzdem so ungleich ist und dass wir auch sehen, dass vieles Verhalten in der Gesellschaft auch bildungsentsprechend und auch eben, sei es Einkommens oder wie die Person aufgewachsen ist, eben wie die finanziellen Möglichkeiten waren, so viel daran abhängt. Und sei es jetzt nur bei Impfquote oder sonstigem, keine Ahnung, finde ich das irgendwie auch sehr, auch, eigentlich auch frustrierend, dass das weiterhin so ein großer Faktor ist und es genauso wieder die Lösungsansätze gibt, wie man das beheben könnte. Und gerade wenn es um finanzielle Mittel gibt, wird in ganz viele Projekte Unmengen Geld reingesteckt, aber Bildung, Förderung und auch gerade soziale Infrastruktur bleiben komplett außen vor. Also eben, es ist einfach genau dasselbe immer. Ja, Bildung ist so wichtig, aber niemand ist bereit, wirklich darin zu investieren. Und ich bin glücklicherweise in einer privilegierten Situation, dass ich mir das weiterhin leisten kann. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, die sich das nicht mehr leisten können. Und gerade jetzt auch noch in Zeiten der Energiekrise, wo eh schon überall das Geld fehlt, warum dann genau dort sparen, wo es nicht sein sollte, genau dort, wo die Menschen eben das Geld brauchen. Bildung kostet. Bildung ist nicht nur, oh, ich sitze da und lese ein Buch. Bildung ist so viel mehr. Es ist Hinterfragen, es ist ein Austausch, es ist ein Leben, es ist ein Hinterfragen, es ist so viel mehr und das kann man nicht einfach, kann man nicht sagen, ja, leist es dir halt mal oder geh halt nebenbei noch zwei Vollzeitjobs nach. Geht schon. Ja, nee, geht nicht. Und das muss auch von der Politik eingesehen werden. Tatsächlich ein bisschen schuld, weil ich einfach auch, meine Eltern sind nicht reich, aber meine Eltern sind LehrerInnen und damit verbeamtet und wissen, welches wichtige Gut Bildung ist und deswegen können sie mir mein Studium finanzieren und deswegen kann ich hier auch einfach 3 Wochen sagen, okay, ich besetze jetzt die Uni für eine bessere Welt, für eine bessere Zukunft, was viele Studis und viele Menschen einfach nicht können, weil sie halt gefangen sind in den Systemen oder auch gar keinen Zugang zu diesen Systemen haben, so. Und ich habe noch nicht genau meinen Weg gefunden, wie ich einerseits dieses krasse Privileg, das ich genieße, akzeptiere und kritisch hinterfrage und irgendwie auch fürs in Anführungszeichen Gute nutzen kann. So. Aber die Uni ist nicht dieser Ort, für den er immer gesehen wird. Also hört auf die Wissenschaft, hier läuft schon alles richtig, hier haben wir alle den gleichen Zugang zur Bildung. So. Im neuen Institutsgebäude steht das ganz groß, so, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei und das sind sie nicht. So wenig Leute haben Zugang zu diesen Institutionen, so wenig Leute sehen den Hörsaal von innen. Und das muss sich alles ändern und das muss sich schnell ändern. Und es ist einfach zart zu sehen, wie wenig da getan wird und wie wenig Verständnis auch vom Rektorat, von den ProfessorInnen, von den Politiken kommt. Wir brauchen eigentlich 1,2 Milliarden für die nächsten 2 Jahre, damit die Uni so weiterlaufen kann wie bisher, durch Teuerungen. Und wir kriegen 600 Millionen. Und das halt für einen Status quo, der jetzt schon Ausbeutung, der jetzt schon Diskriminierung, der jetzt schon irgendwie Bildungshürden bedeutet. Und das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Dafür, Bildungshürden abzubauen, setzt sich auch Elisabeth Vizzani von Teach for Austria ein. Sie sieht zudem einen wichtigen Beitrag der AktivistInnen, die Debatte voranzutreiben. Ich glaube, es ist gut, Diskussionen zu führen, über welche Art von Aktivismus und welche Art von Protest ist wirklich zielführend. Ich halte es persönlich immer für sehr wichtig, dass man sich möglichst bemüht, direkt an die richtigen Adressaten Botschaften zu bringen. Ja, also Dinge wie Besetzungen, das ist total klar, dass das einfach dort passieren muss, wo das stattfindet. Aber dass es so viel Diskussion gibt, zeigt ja auch, dass es was bringt, wenn man aufsteht und sagt, wir wollen das anders oder so stellen wir uns Zukunft vor.
Also insofern halte ich das für sehr wichtig, dass es junge Menschen gibt, die sich engagieren, die aktiv sind, die sich Ziele setzen, die die Zukunft in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass sie passiert. Eine andere große Herausforderung, die ich sehe, ist die Segregation im Bildungssystem. Also wir sind einfach, gerade in den Ballungsräumen ist die Situation die, dass es eine sehr schlechte Durchmischung gibt von verschiedenen sozioökonomischen Bevölkerungsschichten. Wir wissen auch aus der Bildungsforschung, dass gerade im Übergang zwischen Volksschule und Sekundarstufe 1 es nicht unbedingt abhängt vom Kompetenzniveau der Kinder, sondern eher mehr vom Bildungsstand der Eltern, ob ein Kind ins Gymnasium geht oder in die Mittelschule geht. Und das führt dann dazu, dass Bildungsverläufe einfach vorgezeichnet sind, dass es für einen Jugendlichen in der Mittelschule ungleich schwieriger ist, den Sprung auf die Uni zu schaffen, den Sprung auf eine weiterführende Schule zu schaffen. Und diese Segregation ist schon sehr früh angelegt im österreichischen Bildungssystem und das halte ich für ein sehr großes Problem. Das Bildungssystem in Österreich gerechter zu gestalten, könnte man natürlich von null auf die Struktur neu bauen. Das dauert sicher Jahrzehnte. Was vielleicht viel naheliegender ist, ist wirklich die Lehrkräfte und die Pädagoginnen und Pädagogen ins Zentrum zu stellen. Die haben die größte Auswirkung darauf, den größten Effekt auf den Kompetenzerwerb von SchülerInnen. Und dieses Mindset, mit dem Lehrkräfte auf SchülerInnen zugehen, die Lebensrealitäten von ihnen verstehen, gerade von den SchülerInnen, die nicht so viele Chancen im Leben haben, das ist unglaublich wichtig. Es gibt viele Gründe, warum es wichtig ist, aktivistisch und politisch aktiv zu werden. Zum einen, da die Konsequenzen und die Entscheidungen, die Politik und Universität gerade treffen, vor allem uns betreffen. Und wir sind diejenigen, die am Ende die Konsequenzen ausbaden müssen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, um noch etwas zu verändern. Jetzt haben wir noch die Chance, etwas dazu beizutragen und uns demokratisch zu Wort zu melden. Und aus dem Grund sind wir jetzt gerade hier und sind jetzt gerade laut, da anders unsere Stimmen nicht gehört werden müssten. Und der Protest ist so wahnsinnig wichtig, damit wir den Menschen zeigen, wie viele Menschen gerade von diesen multiplen Krisen betroffen sind. Sei es die soziale Krise, sei es die Klimakrise, sei es die Bildungskrise. Wir möchten den Menschen da draußen jetzt gerade zeigen, yo, wir sind belastet und wir sind viele und wir haben alle das gleiche Anliegen. Und aus dem Grund sind wir jetzt hier und besetzen diesen Hörsaal. Wir sind hier, wir demonstrieren!